Flashback habe ich jetzt schon vermisst. So, heute geht es. Wohin geht's heute? Nach Eureka. Wir fahren durch den Redwood Nationalpark. Dort werdet ihr einige sehen, hoffentlich. Heute wieder bombastisches Wetter. Keine Wolke im Himmel. So kann's weitergehen. Erster Zwischenstopp heute irgendwo an der Küste. Ach, what the fuck? Hier wieder mal geiler Ausblick auf den Pazifik. Am besten sind diese Felsen ganz vorne. Hoffentlich seht ihr sie gut. Auch da der ganze Strand. Erinnert mich ein bisschen an Mallorca, so diese ganze Umgebung. Man fährt hier durch. An der Küste entlang. Chillen. Ah. Aua, was war das? Ich glaube, ich habe gerade in so einen Mini-Kaktus reingegriffen. Ah. So, aber hier genüsslich sein Jausenbrot genießen. Und das Wichtigste, nicht runterfallen. Wow. Dann übersteht man das Ganze auch. Wir suchen jetzt einen Weg runter. Da sieht es gut aus. Aber der Sand ist gut. Der Sand ist extrem. Der Sand ist das urgeil, dunkel, warm. Sieht man nicht bei uns. Aber dafür ist er in den Augen nicht so geil. Mich blast hier fast weg. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich glaube nicht. Was? Oh mein Gott! Wenn es jetzt noch 20 Grad mehr hätte, dann wäre es perfekt hier, aber so kann man nicht baden gehen. So, riskieren wir den Sprung hinunter. Keine Ahnung, was das für eine Windstärke sein soll, aber es ist stark. So, vielleicht verhört ihr mich eh nicht, aber machen wir einfach mal hier einen Cut. Wenn das hier größer wäre und ohne Gras, sieht es aus wie in der Sahara. Es müsste halt, wie gesagt, 40 Grad mehr haben. Es hat jetzt ungefähr 15 Grad Celsius, 16, 17 Grad. Mit der Sonne geht es gerade noch, aber ohne Sonne, mit dem Wind, hält man es, glaube ich, nicht lange aus. Oh, einen Vorteil hat das Ganze, nämlich durch den ganzen Sand, der dir in den Mund geblasen wird, bekommen so einen kleinen Mittagssnack. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir es? Wir haben 11 Uhr, man sieht es jetzt nicht, glaube ich, 11 Uhr 9 bei uns, 20 Uhr 9 bei euch. Also wird jetzt eh langsam Zeit für einen kleinen Snack. Mittlerweile wieder Szenenwechsel, sind wir schon in in Kalifornien angelangt. Das sieht man hier an der Flagge. Das ist die Kalifornien-Flagge, genau. Wir haben uns jetzt ein paar Informationen geholt über den Redwood-Nationalpark.
wo wir heute durchfahren werden. Es ist mega viel anzusehen. Vielleicht kriegen wir heute gar nicht alles unter. Und ich hoffe, das Video wird auch nicht 20 Minuten lang. Aber wir haben noch einiges vor uns. Wir fahren vielleicht durch einen Baum durch. Das müssen wir noch sehen. Ob sich das ausgeht, dann werden wir noch einen 100 Meter hohen Baum besichtigen. Wird alles noch heute kommen, hoffentlich. Jetzt müssen wir noch warten auf meine Schwester und meine Mutter, weil die noch im Klo sind. Und dann geht es auch schon weiter in den Nationalpark hinein. So, man bezahlt hier, indem man einfach 5 Dollar in so einen Kasten reinwirft. Da wir ehrliche Menschen sind, machen wir das auch. Nicht so wie die ganzen Verbrecher, so wie ihr. Ja, von euch wird keiner die 5 Dollar reinhauen, ich schwöre es euch. Wir fahren jetzt übrigens durch irgendeinen dicken Baum. Mit dem Auto fahren wir durch den Baum durch. Der muss über 2,50 Meter breit sein. What the fuck? So, die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Aber das sollte sich schon ausgehen. Ja, 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 ja. Das wird ganz knapp hier. Da passt nichts mehr dazwischen. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Da, da, auf der Seite. Was machst du? Du hättest gerade hinterfahren müssen. Du bisschen da einlenken. Daher. Ganz langsam. Er ist, glaube ich, angefahren. Knapp. Schauen wir mal. Er muss einschlagen. Jetzt bist du dran. Jetzt geht's, ja. Bisschen angefahren, aber das sollte mit bisschen Putzen wieder weggehen. So, ein bisschen braun ist draußen. Gequietscht hat's ordentlich. Na gut, das hätte man überstanden, lebend, halbwegs. Mehr oder weniger. Weil du bist nachher mit dem Reifen im Baum drin gesteckt, wo du nachher so voll eingeschlagen hast. Und jetzt wieder weiter an der Landstraße. Eins allein, oder? Bis zum hohen Baum, oder? Oder wohin gehen wir? Ja. Bis zum hohen Baum. So, jetzt sind wir mitten im Park ausgestiegen und hier gibt es richtig, richtig dicke Bäume. Und nicht so, wenn ihr im Wald rausgeht und denkt, wow, ja, den kann ich nicht umfassen, der ist fett, sondern das sind richtig, richtig heftige Dinge. Fahren die Autos gleich neben einem vorbei. Genau, Leute, look at this. Das ist aber noch nicht der höchste Baum, den ihr heute gesehen habt oder heute sehen werdet. Guckt euch das an! Da passe ich 10 mal, 20, 30 mal hin. Hier ist eine schöne Nische, hier kann man chillen, wenn man will. Und wenn man nicht will, dann kann man trotzdem chillen. So, jetzt haben wir den richtigen Tree gefunden. Etwas größer als der vorige. Der 92 Meter ist der Spaß hoch. Kann man lassen. Also ein Fußballfeld aufgestellt.
Es schaut aber nicht so hoch aus eigentlich, muss ich sagen. Obwohl, eigentlich schon. Jetzt aber genug von Bäumen. Jetzt ist wieder Zeit, dass man an die Küste fährt. Es hat hier 17 Grad Celsius, also um die 64 Grad Fahrenheit. Und der Sand ist trotzdem extrem heiß. Okay, extrem nicht, aber schon ziemlich warm. Weil einfach die ganze Zeit die Sonne drauf scheint. Und es ist jetzt auch kein weißer Sand, sondern so grau. Schaut zwar nicht so geil aus wie so ein weißer Sandstrand, aber fühlt sich extrem angenehm an. Auf diesem Strand sind übrigens schon 4 Leute gestorben, weil sich hier die Wellen so anschleichen, mehr oder weniger. Das heißt, man sieht es jetzt ganz am Schluss und man wird mehr oder weniger überrascht. Und man darf auf diesem Meer sich auch nicht umdrehen. Also man darf jetzt nicht dem Meer den Rücken zudrehen, so wie ich das jetzt mache. Wenn man im Meer steht, sonst stirbt man. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aua. Wir wollen es aber nicht drauf anlegen heute, glaube ich. So, meine Mutter hat mir jetzt schon verboten, dass ich vorgehe. Sie dreht sich schon um und geht. Ah, jetzt kommt der Große. Jetzt kommt eine Große. Jetzt kommt eine Große. Hier damit. So. Aber es geht eigentlich. Also wenn man, wie gesagt, 5 Meter weiter vorne wäre, dann wäre das abnormal. Jetzt kommt eine Große. So, das war's jetzt von hier. Und jetzt sind wir auch schon wieder im Hotel. Wir haben noch was gegessen, nämlich mexikanisch. War richtig, richtig geil, aber das habt ihr eben auch nur auf Snapchat gesehen. Ich gehe jetzt auch noch ins Gym und dann auch noch ab in den Pool, aber das werde ich euch heute nicht mehr zeigen, denn der Vlog war heute schon so lange genug. Das werde ich euch vielleicht mal in San Francisco oder in LA zeigen oder in Vegas, wenn wir noch ein geileres Fitnesscenter haben. Falls ihr die Reise sonst auch geil findet, würde es mich natürlich extrem freuen, wenn ihr das euren Freunden zeigt und sagt, ja, dieser kleine Bastard macht jetzt auch Daily Vlogs und der macht das ziemlich gut. Oder sagt, er macht es schlecht, aber dann könnt ihr es auch weiter erzählen. Morgen geht's dann ab nach San Francisco, Baby, über die Golden Gate Bridge. Also seid da gespannt drauf. Das wird megamäßig hoffentlich. Ich werde mich jetzt noch, wie gesagt, ins Gym chillen, dann im Pool, in Jacuzzi. Und dann sage ich auch schon gute Nacht. Bis morgen.